Hey Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zu Heute teste ich wieder aus Österreich Almdudler und zwar die Sorte Holunder. Also bleibt dran. Almdudler, das ist ja in Österreich sehr, sehr bekannt und auch sehr, sehr beliebt. Ich selbst habe es als Kind auch immer gern getrunken, wobei es da immer nur eine einzige gab, Almdudler, und zwar den Originalen hier in Deutschland. Ja, jetzt habe ich in Österreich gesehen, es gibt total viele, also 6-7 Stück habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich habe so viel mitgenommen, wie ich konnte, und eine Sorte davon ist Holunder, ja. Was drin ist, seht ihr ja hier. Brauchen wir also heute auch mal wieder keinen Becher. Tun wir der Umwelt mal was Gutes, obwohl ich die Becher ja immer ausspüle und bis die wirklich nicht mehr zu gebrauchen sind, wiederverwerte. Und dann fliegen sie natürlich in den gelben Sack. Ne? Ja, das kommt direkt aus Wien. Und ich habe das auch in der Nähe von Wien erworben. Das Teil hat 28 Kilokalorien auf 100 Milliliter. Alpenkräuterlimonade mit natürlichen Holunderblütenextrakt. Ja. 30% weniger Zucker als andere Limonaden. Jetzt steht hier nicht, ob hier Veggie ist. Doch, das ist vegan. Ja. Und hier steht auch sehr schön, Almdudler ist Partner des Alpenvereins zum Schutz der Alpen, was ich natürlich super geil finde. Na? Das Design ist mal wieder super ansprechend. Wie immer, sehr klassisch gehalten, die zwei Leute, die sich freuen, dass sie hier ein Limo trinken. Sehr schön gemacht. Und Almdudler, das ist halt so, sieht ein bisschen aus wie neu uriniert. Ja, ist halt so. Hat diesmal einen lilan Deckel, auch nicht schlecht. Ja, also das Design, ganz klar schon mal 5 Sterne, weil das ist einfach episch, ja. Die behalten das bei und das ist einfach gut gemacht. So. Ja. Ein bisschen Bubbles hat's, aber das ist okay. Ja, und das riecht nach Holunder. Wie viel Holunder genau ist da drin? Das steht hier nicht irgendwie. Ne, das steht hier nicht. Manchmal steht es drauf. Aber in jedem Fall steht es jetzt nicht drauf. Ich würde sagen, Leute, Prost! Oh. Oh, das sieht gut rein. Oh. Also man schmeckt, dass es Almdudler ist. Der typische Kräutergeschmack, dieser bergige Kräutergeschmack Almdudler. Einfach wunderbar und sehr gut zu trinken. Sehr süffig ist es auch und erfrischend. Holunder schmeckt da besonders gut raus. Ich bin jetzt nicht so der Holunder-Fan, aber das tatsächlich in Verbindung mit den Kräutern kommt das sehr, sehr gut. Also da haben sie sich was Gutes einfallen lassen. Was ich ja persönlich mal probieren würde, wäre Almdudler mit Cola. Das wäre ja mal eine Reise wert. Ja. Also wenn Almdudler, Leute, wenn ihr das hört, testet es mal aus, ob Almdudler mit Cola was Cooles wäre. Und wenn es euch schmeckt und wenn ihr sagt, hey, das können wir produzieren, dann macht es auch. Und dann teste ich das sehr gerne. Da bin ich, da wäre ich absolut dafür. Gut, designmäßig haben wir ja schon abgeklärt und geschmackmäßig ganz klar 5 Sterne, weil es ist einfach urig. Es hält genau das, was es verspricht. Das hat Kräuter drin, es hat Holunder drin, einen kräftigen Holunder. Und gerade im Sommer würde ich das wirklich empfehlen. Im Sommer kann man das sehr gut trinken. Gerade so, ja, ich bin ja Fahrer. Wenn ich im Sommer unterwegs bin und dann so ein eisgekühlte Holunder,
Alpenlimonade, das wäre schon was. Ne? Also das könnte ich mir sehr gut für den Sommer vorstellen. Aber eigentlich kann man es immer trinken. Jo, wenn ihr das schon getestet habt, schreibt in die Kommentare rein, wie ihr es findet. Ich finde es sehr gut. Natürlich ist es nur meine Meinung, ich kaufe mir den Kram immer selber. Oder meistens, bisher habe ich von noch keiner Firma was geschickt bekommen. Also das wird auch wahrscheinlich nicht passieren. Weil die vielleicht Angst haben vor meiner ehrlichen Meinung. Ich nehme die einfach mal raus, dass ich sage, ja, das ist scheiße oder das ist gut. In dem Fall ist es wirklich sehr gut. Ja. Und wenn ihr es irgendwo findet, testet es aus und schreibt mir. Das wäre mir sehr wichtig. Ihr könnt mir auch Pakete zukommen lassen. Einige haben das schon gemacht. Und was neu bei mir ist, unten drin ist ein PayPal-Pool angelegt. Da könnt ihr ein bisschen Geld reinschmeißen, dass ein bisschen Wasser im Pool ist für mich. Bin ja ein armer Fahrer. Jo, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und allzeit gute Fahrt, Jungs und Mädels.